Wir kehren zurück in unsere tatsächlich aber namenlose Welt für Dungeons & Dragons. Irgendwo habe ich ihn mir aufgeschrieben. Und unsere kleine Gruppe von Helden, in Anführungsstrichen vielleicht, aber das werden wir noch sehen. Wen nennst du hier klein? Die Gnomen, die du spielst, Julia? Ist klein. Die ist klein. Ja. Also Julias Gnomen, Michaels drachenblütiger Paladin, der elfische Zauberer von Max samt seinem Familie Argyle, hier dargestellt durch ein Plüschtier. Mhm. Also das ist der Erinnerer für dich, dass du weißt, dass du diesen Familie hast, weil man das häufig vergisst. Mhm. Und der menschliche Waldläufer Ulf von Markus. Der langweilige menschliche Waldläufer. Haben sich gestritten, ob sie weiter westwärts wollen, wo sie vermutlich mit einem Amulett hin müssen, um zu verhindern, dass ihr Drachenblütiger an einem Fluch stirbt. Oder nach Norden gehen, ein Stück, wo Argyle angeblich Elfenleichen gesichtet hat. Du stirbst? Also ich finde die Beschreibung, die du da gegeben hast, nicht ganz richtig. Ich versuche sie aktiv davon zu überzeugen, das Richtige zu tun. Mhm. Wir gehen nach Norden. Ich war etwas erstaunt davon, nachdem ich dann gesagt hatte, hey, ich wurde verflucht und effektiv, lass uns doch nach Westen gehen, damit ich den Fluch brechen kann. Und die Hälfte der Gruppe einfach meinte, im Norden ist doch eigentlich auch interessant, vielleicht gibt es irgendwas noch Spannenderes zu erledigen. Machen wir es einfach so, ich gehe kurz nachsehen, ihr könnt ja inzwischen schon mal spinnwärts weitergehen. Und wir sehen uns gleich. Schafft ihr das alleine in der Wildnis? Kümmerst du dich um die Frage? Augenbrauen hoch! Einer von uns kann auch mit ihm gehen und diese Leichensum investigieren. Ja, ich würde sagen, vielleicht... Soll ich mitgehen? Nein. Moment, ich bin die Einzige, die sich hier wirklich mit der Wildnis auskennt. Du kommst mal schön mit mir. Du kennst dich wenig mit der Elfen aus. Ja, okay. Okay. Ist auch kein Problem, dass ihr uns einholt. Wir sind wesentlich langsamer als ihr. Das stimmt. Normalerweise, ich finde das keine gute Idee, um die Gruppe zum Teilen. Aber manchmal, es macht Sinn. Also zum Beispiel in einer Dungeon, dann ist es eine schlechte Idee. Aber wenn sie über die Stadt läuft, um Dinge zu machen und Leute zu finden oder reden, ich fand das okay, weil manchmal Charaktere brauchen eher eigene Zeit, um Dinge zu machen. Ich mag es übrigens, wie konsequent Max ausspielt, dass er aus einer anderen Kultur stammt, also seinen Charakter und einen Akzent hat. Das hat nichts damit zu tun, dass er eigentlich Brite ist. Sein also elfischer Akzent kommt von Ja. Ja, die Elfen sind quasi was Brite in dieser Akzent? Welt. Genau, der, nicht vorhanden, der absolut nicht vorhandene Akzent. Gut. Uns geht's doch andersrum genauso. Wir sind alle froh, dass wir hier nicht auf Englisch spielen müssen. Gut. Ah, zu Terror. Das heißt, gut, dann machen wir erstmal, ihr zwei geht nach Norden, um nachzuschauen, was Argyle da entdeckt hat, der jetzt auf deiner Schulter sitzt und zu verstehen gibt, dass er jetzt gefälligst auch eine Belohnung gerne dafür hätte. Hm. Ich gebe ihm ein kleiner Traum. Wo hast du Trauben her? In seiner Tasche sind Portale für den Weingarten seiner Familie. Das ist mein magischer Gegenstand. Wenn ich reingreife, kann ich Trauben. Es gibt blödere Dinge, die man da zaubert. Damit kann man sich zur Ruhe setzen. Ja, ich würde ihm ein paar Trauben einfach. Mhm. Er sitzt auf deiner Schulter und isst sie äußerst unsauber, sodass also Traubensaft und Kerne auf deine Schulter herabregen. Oh nein. Das ist aber überhaupt kein Vergleich zu dem, was euch erwartet, nachdem ihr ein paar Biegungen in der Straße in euch gebracht habt, wo nämlich nur mehr oder weniger Performer ein wenig in die Büsche geschleift und nicht besonders gut versteckt tatsächlich Leichen liegen und Überreste einer zerschlagenen Sänfte, die aus einem fein gemaserten schwarzen Holz gefertigt ist, mit schweren Vorhängen und mit einem Siegel eines gekrönten Schädels, das ziemlich eindeutig darauf hinweist, dass es sich um die Sänfte von jemandem aus Arkea handelt. Jemand von hohem Rang. Nicht gut. Ich weiß, wo der hin wollte. Nicht gut. Die Leichen sind allesamt Elfen. Sie tragen auch noch elfische Rüstung. Offensichtlich hatten die Leute keine Lust, ihnen die abzunehmen, weil sie Menschen vielleicht eh nicht gepasst hätte, weil Elfen schmaler und anders gebaut sind. Und die haben auch die Abzeichen ebenfalls des Schädels mit der goldenen Krone. Sollte da nicht ein Abgesandter zu uns kommen, den wir uns kümmern sollen? Ein Abgesandter, ja. Ja, ich glaube schon. Oh mein Gott. Und jetzt? Okay. Ich bin nicht da. Lala. Okay, wir schauen uns das mal näher an. Mhm. Ja. Das waren nur 4 Wächter. Was auch immer die Sänfte bewegt hat, Tiere, Magie, unklar, ist nicht mehr da. Okay. Und die sind im Kampf gestorben. Ihr findet keinen weiteren Leichnam. Also entweder hat sich die Diplomatin sehr gut als Fußsoldat getarnt oder ihr Körper oder sie selber ist einfach nicht da. Da liegen auch keine Leichen von Banditen. Nein.
Wir sind nicht da. Ja, es ist nur okay. So. Ich gucke trotzdem, ich suche die Umgebung ab zwei Dinge. Zum einen will ich feststellen, wer hat angegriffen. Mhm. Also ob ich davon irgendwelche Spuren führe, weil die werden sich auf jeden Fall verteidigt haben, die elfischen Wächter. Und zum anderen hat vielleicht jemand von hier weg in eine andere Richtung das verlassen. Weil wenn die nicht dabei ist, die Abgesandte, dann gibt es ja immer noch die Chance, dass sie vielleicht entkommen. Spuren legen. Wir sind im Wald. Wie? Am Waldrand? Ja, das geht. Damit komme ich dann auf 20. Oh, nett. Ja, also, die Banditen haben hier im Hinterhalt gewartet. Du weißt nicht, ob sie, das kannst du natürlich nicht aus den Spuren sehen, ob sie gezielt auf diese Gruppe gewartet haben oder einfach nur generell. Es kam zu einem Kampf. Du findest auch im Boden verscharrt flache Gräber von 5 weiteren Leuten. Hm. Ich weiß nicht, ob du sie ausbuddeln willst. Nein. Aber irgendjemand hat da 5 Leute zumindest unter die Erde gebracht, grob, und ein paar Stecken als Markierungen reingestopft. Und du findest dann nach Westen Fußspuren von einem Humanoiden, so viel kannst du sagen, der aber ziemlich groß gewesen sein muss. Das sollte wahrscheinlich unsere Zielperson sein. Ja, ziemlich groß. Die fühlen ziemlich zielstrebig von diesem Kampfort nach Westen und ganz leicht nach Süden. Ich habe kein irgendwas Gefühl, aber... Passt das zeitlich von dem, wie die Gräber geschaufelt wurden und wie die Leichen sind, mit dem, was wir festgestellt also haben, die Banditen? Diese Leichen sind deutlich verfaulter. Also die sind in der Sommerhitze, da schlüpfen teilweise aus Löchern in den Wangen schon die ersten Maden und dergleichen. Nein. Kann ich, aber... Der Mann hat noch gelebt, als wir da weggegangen sind, ne? Was haben wir eigentlich mit dem gemacht? Der liegt da jetzt immer noch. Stabilisiert, aber den haben wir irgendwie vergessen. Ihr habt ihn ein Stück von der Ruine weggeschleift, bevor ihr sie angezündet habt, und das war's. Und haben ihn jetzt bewusstlos im Wald liegen lassen. Ja. Der hat nicht getaucht. Nicht, dass den Banditen erwischen. Ja. Den lassen wir kommen dann später noch mal wieder, wenn wir das Problem gelöst haben, also mit deiner Hand. Ja. Wenn wir sonst nichts mehr Sinnvolles finden, würde ich vorschlagen, dass wir tatsächlich den Spuren folgen. Mhm. Weil zum einen sind unsere Kollegen auch nach Westen gegangen und zum anderen habe ich so das dumpfe Gefühl, dass wir uns dem... Auf dieser Karte, auf der nur 4 Sachen verzeichnet sind, von denen ihr 3 schon kennt... Ja. Die ist nicht praktisch. Besonders genau. Ich habe da ein ganz schlechtes Gefühl. Also der ungenannte Kartograf, der sie angefertigt hat, hat sie wohl irgendwann spät nachts schnell mal hingekleistert. Sehr schön. Damit man wenigstens irgendwas hat, worauf man zeigen kann, ungefähr so. Also Argyle ist derzeit auch unruhig, hat die Farbe ein bisschen geändert, ist blasser geworden und presst sich gegen deinen Nacken. Okay. Alles klar. Ja. Wenn ich nicht hingucke. Ja, schnapp dir diese Arme aus der Hand. Und du hörst es auf einmal neben deinem Ohr und er schaut dich unschuldig an. Was hast du gegessen? Moment, was ist das? Eine Haselnuss. Ihr folgt also auf den Spuren. Diese Gruppe folgt auf den Spuren. Würfel doch auch mal wieder auf Wildniskunde oder wie heißt es? Überlebenskunst. Naturkunde. Nee, Überlebenskunst. Überlebenskunst, sich in der Wildnis zurechtfinden. Genau, ja. Ja, du darfst helfen. Dann kriegt Vorteil. Dann darfst du 2 Würfel helfen. Ja. Da dürfen wir das auch machen, wo wir den Spuren folgen, oder? Es geht nur darum, ob sie euch einholen, bevor ihr irgendwo ankommt oder nicht. Auf 10. Wir sind so langsam, das sollte klappen. Auf 10? Gut. Ihr bewegt euch westwärts durch den Wald und würfelt doch mal beide Wahrnehmung. Das ist ja ausnahmsweise mal gar nicht schlecht. Ja, nice. 16. 3. Ja, das hätte ich nicht von dir erwartet. Ich habe einen Helm auf. Du stapfst einfach voran, aber du bist natürlich mehr eingestimmt auf die natürliche Umgebung rings um dich, auch wenn sie dir nicht die ist, in der du aufgewachsen bist. Du bist in der Steppe aufgewachsen, wo es nur sehr wenige kleine Wälder gibt. Und trotzdem ist dir klar, dass es hier stiller ist, als ein Wald im Sommer sein sollte. Normalerweise wären hier Vögel, die warnen würden, dass ihr da durch den Wald stapft, oder man würde irgendwo Tiere rascheln hören oder sonst irgendetwas. Es ist ziemlich still, und als sie dann an eine Stelle kommt, wo ein kleiner Bachlauf irgendwie sich durch eine Vertiefung im Land schlängelt, wo ihr mühelos irgendwie drüber steigen kommt, fällt dein Blick dann seitlich nach unten und du siehst, dass auf den Steinen angeschwemmt tote Fische liegen und ein Nest von Uferschwalben, wo die Eier aufgesprungen sind, aber tote Küken drin liegen. Irgendwas geht hier wieder die Natur. Ich versuche das mal so in den
Bachlauf weiter zu, also die Fische? Die Fische und das Nest, als, so dass als, das vom als Fluss du den anfängst zu schubsen, fängt der Fisch auf einmal an, sich zu bewegen, obwohl seine Augen grau angelaufen sind. Du haust mit der Axt auf den Fisch. Mit der Axt auf den Fisch. Du zertrennst ihn in der Mitte, beide Hälften zappeln, aber fließen jetzt flussab, okay, als gut. Werden grünlich alte außen heraus das Wasser verschmiert. Irgendwas ist ja ganz, ganz überhaupt nicht in Ordnung. Ich habe gerade andere Probleme. Ja. Fluch dem der die Seele stahl. 6 Tage wird's ja. Ja. Vielleicht kommt ja noch was Neues. Gibt's hier irgendein, also ich versuche auf jeden Fall mal das so zu reinigen, dass das da nicht so rumliegt und verrottet. Also du hast gesagt, es ist sehr still. Ich nehme mal stark an, ich finde auch keine kleinen Tiere, die ich befragen könnte. Suchst du nach ihnen? Ja, ich würde mal gucken, vielleicht findet sich ja irgendwo so ein Du findest oder so. Was du findest, ist in einer Aushöhlung in einem halbtoten Baum 2 tote Haselmäuse in einem Nest. Oh Gott. Also ganz ehrlich, das ist für mich als naturverbundenen Totemkrieger, finde ich das gerade ganz schön schlimm, dass hier so viele tote Tiere rumliegen. Vielleicht Tod gehört zum Kreislauf des Lebens dazu. Ja, aber das hat hier nichts. Wir haben eben erst ein Kaninchen gegessen. Ja, das ist okay. Das war der Kreislauf des Lebens. Das hier. Das ist unnatürlich. Das ist irgendwas Unnatürliches, genau. Gut, kurz Totem. Mäuse in den Fluss. Als du es in den Fluss wirfst, hast du kurz das Gefühl, dass einer davon zuckt. Nein, nicht. Du hast sie schon in den Fluss geworfen. In der Ferne glaubst du, als du betest, den Ruf eines Raubvogels zu hören, und du kannst nicht ausmachen, woher. Mein Gott, wir müssen auf jeden Fall. Wenn das wirklich eine Seuche ist, verbreitest du die nicht damit weiter, indem du sie in den Fluss wirfst? Nein, das war der Wille des Adlers, dass diese Tiere. Immerhin habt ihr euch so ein Weilchen aufgehalten, sodass nach einer Weile der Waldläufer und der Elfenhexenmeister wieder zu euch stoßen, samt Drachen, der sehr nervös, je nachdem, was er gerade behauptet. Der sehr nervös auf seiner Schulter sitzt und seinen Schweif in den Haare des Elfen geringelt hat. Da seid ihr ja. Hier sind lauter tote Tiere. Ich glaube, wir haben ein ganz anderes Problem, als wir bisher dachten. Ja. Wir haben die Gesandtschaft des Elfenreichs gefunden. Und, was sagen Sie? Nicht mehr viel. Gar nichts. Oh. Alle tot. Die Banditen haben sie niedergemacht. Und es ist aber jemand entkommen. Wir gehen davon aus, dass es das Gesandte war. Die Gesandte waren nicht unter den Toten? Nein, es ist etwas weggelaufen in diese Richtung. Und die Beschreibung, die du mir gerade gegeben hast bezüglich der ganzen toten Tiere, lässt ja nur einen Schluss zu. Es war eine für dieses Reich typische Untote. Dreckige Untote. Dann muss es eine so mächtige Untote gewesen sein, dass ihre unnatürliche Aura sogar die Tiere hier beeinflusst. Und wenn ihr Seelengefäß sich jetzt bei uns befindet, wissen wir alle, was das bedeutet. Ich mache so einen Schritt weg von dir und dem Amulett. Wir sollten die schnell wieder zusammenführen. Bevor das stimmt, was passiert. Ja. Ja. Das ist immer noch kein Buch. Ja, wir beeilen uns, aber zumindest wissen wir jetzt, woran wir sind. Toll. Als ob das nicht Grund genug gewesen wäre. In den Charakter reinfinden fand ich jetzt an der Stelle gar nicht schwer, weil ich habe nur die Werte bekommen und der Rest ist tatsächlich etwas, was ich ja dann mit mir fülle. Und das ist etwas, was ich gerade beim Rollenspiel extrem spannend finde, dass man sich in diesen Charakter eben reinbegeben kann und eben aus allen möglichen Elementen, sei das Film, Fernsehen oder eben eigenen Erfahrungen, sich dann eine Person zusammenbaut und die dann eben entsprechend spielt. Also das fiel mir recht leicht. Ihr könnt jetzt sowohl der Spur als auch dem zuppelnden Amulett folgen, die beide übereinstimmen. Okay. Ja, dann bewegt euch westwärts durch den Wald, bis ihr in den immer schroffer und karger werdenden Hügeln zu Füßen der kleinen Bergkette, die hier beginnt, dann auch ein altes Gebäude ausmacht. Das ein großes Portal als Eingang besitzt, von dem der eine Flügel jedoch tatsächlich zur Seite geworfen von etwas sehr Starkem wurde und halb aus den Angeln gefallen, geborsten, da hängt. Okay. Wollt ihr euch doch einmal davor platzieren, wo ihr euch dem Gelände nähert? Okay, du vorne. Genau, ich vorne. Gibt's auch von, ich Dach. Hab,
Ja. Steh so okay. hinter deinem Knie. Das ist überdacht. Ich habe aber keinen Gax draufgebaut. Erstens, weil dieses Set das nicht so richtig vorsieht. Und zweitens, weil das extrem unpraktisch wäre zum Spielen. Wir sind jetzt da drin. Cool. ja, was für ein Dach? Also Holz oder? Nein, das ist tatsächlich ein sehr stabiles, gebautes Dach mit Dachpfannen, die aus dünnem Stein gefertigt sind, aus Schiefer oder etwas Ähnlichem. Ich glaube, wir sollten vielleicht, wenn wir jetzt gleich weitermachen, ich nehme nämlich an, dass der Drachenblütige jetzt entweder klopfen wird oder diese Tür öffnen. Ja. Okay. Damit die Kamera auch was sieht, drehen wir vielleicht das Ganze mal. Und stellen das hier hin. Die Spuren, denen ihr gefolgt seid, von diesem sehr großen Humanoiden, führen dahin zu diesem halb aus den Angeln gerissenen Torflügel. Sieht das so aus, als hätte dieser große Humanoide diese Tür aus den Angeln gerissen? Die Spuren führen davon nicht wieder weg. Also ja, doch. Ziemlich sicher. Okay. Kann man das irgendwie erkennen anhand der Spuren, was für ein Humanoide das war? Nur groß. Okay. Der hat so large. Hat der Latschen oder geht der barfuß? Barfuß. Das Klauen irgendwo oder sind das... Nee, okay. Okay. Interessant. Okay. Gut, für mich ist es eh schwer einzuschätzen. Ich denke, der Paladin geht vor. Ich öffne die Tür. Ich mache schon mal mein Schild parat. Ich öffne die Tür und ziehe dann mein Schwert. Ich stehe direkt hinter ihm mit meiner Axt. Du stößt die beiden Türflügel auf. Ich lege sie mir einfach beiseite. Krawesch. Und trete hinein. Was sehe ich? Du siehst eine Halle, die nur mit flackerndem magischem Licht, also da sind Fackeln, die aber definitiv nicht wirklich brennen, sondern auf anderem Weg erleuchtet sind. Erhält es, wie gesagt, keine Fenster, durchgehendes Dach, keine Öffnungen. Zwei Säulen, die hier platziert sind. Und im Hintergrund zwei Figuren. Die stehen jetzt hier sozusagen als Vertretung dafür da. Die sehen ein bisschen nobler aus als das. Die sind also in Reste von langen, bestickten Roben gekleidet und haben aus Goldfiligran gefertigte Reifen auf ihrem Haupt. Schleifen sich durch die Gegend in ihren herabbaumelnden Skelettarmen, an denen noch ein bisschen Haut und Reste hängen. In denen halten sie aufwendig gefertigte, aber doch mittlerweile ein bisschen heruntergekommene kurze Schwerter. Die offensichtlich größtenteils einen zeremoniellen Zweck haben, aber durchaus auch als Waffe taugen. Und ihre nackten Schädel, in denen einzelne kleine Punkte von Licht leuchten, drehen sich jetzt knackend und knirschend in eure Richtung. Wie wäre es mit Initiative? Jetzt kommt nämlich tatsächlich ein Kampf. Und wir müssen wissen, wer wann dran ist. Deswegen wird gewürfelt, um das festzustellen. Verdammt. Initiative ist Geschicklichkeitsbonus nur, ne? Genau. Ja. Sonst keine Boni. Nee, leider nicht. Dann sag doch mal an, wann wer dran ist. 12 für den Drachenblütigen, DB. 10. 10 für Gnomenbarbaren, GB. 20. 20 für den elfischen Hexenmeister, ja, der ist NH. Ja, ich bin überrascht von den Untoten. Und 13. 13 für unseren menschlichen Waldläufer. Gut. Du bist als Erster dran. Argyle macht er und versteckt seinen Kopf hinter mir. Feuerfall. Machst du selber und befiehlst es nicht daran. Das sagst du nicht dem Arm legen darf. Endlich mal, es ist der Jäger, der nicht. Wäre schön, wenn du eine Sichtlinie hättest dafür, ne? Du musst dich ein bisschen bewegen, glaube ich. Ja. Also rein theoretisch müssen wir halt schauen, dass dein Charakter auch Leute sieht. Also. Es ist geregelt bei Dungeons & Dragons, was auch eine Vorlage für sehr, sehr viele andere Systeme ist. Du kannst dich bewegen. Und du kannst eine Aktion machen. Und ein bisschen hin und her schieben kannst du diese Aktion vielleicht auch dazu benutzen, noch mehr zu laufen und verschiedenste Dinge zu tun. Es gibt auch ein paar Sachen, die kannst du einfach so machen, wie kurz mit jemandem reden. Aber du hast dich jetzt bewegt und ja, dann zauberst du. Einfach ein bisschen rein. Du drückst dich an dem Drachenpaladin, der erstmal seine Waffe bereit macht und sich aufplustert. Die Schuppen an seinem Kopf richten sich ab. Und dann schieße meine Feuerpfeil an die linke Skeletor. Gerade die Tür aufgemacht und schon huscht er an dir vorbei. Okay, ich wollte doch vorlaufen, aufpassen. 13 zum Treffen. Damit hast du genau getroffen. Man muss jetzt feststellen, ob das auch funktioniert. Das heißt, da das ein Fernkampfangriff ist mit diesem Zauber, musst du einen Rüstungswert des Skelettes überschreiten, der festgelegt ist. Und das war 13 und bei Gleichstand gewinnt der Angreifer. Ja, und dann ein 14. Zwei Feuerschaden.
Die knochentrockenen Ruben gehen sofort in Flammen auf und mit einem Knistern frisst sich das Feuer in bunten Farben entlang der Stickereien. Na, aber toll. So richtig viel hast du ansonsten nicht gemacht. Jetzt sind sie nackt. Super gemacht. Ich bin peinlich berührt. Ja. Oh, schau. Resultate. Das Skelett zeigt uns. Als nächstes ist der sein inneres, ja. Waldläufer drin. Genau. Ich habe einen Pfeil ja vorher schon bereit gemacht und schieße jetzt mit meinem Bogen auf das Skelett. Wohl wissend, dass das gegen Skelette normalerweise immer eine etwas schwierige Sache ist. Mhm. Deswegen versuche ich ihn, das Skelett selbstverständlich in den Totenschädel zu machen. In den Totenschädel. Mhm. 5 Punkte Schaden. 5 Punkte Schaden. Das macht deutlich mehr. Der Pfeil geht tatsächlich in eine der glühenden Augenhöhlen und das Ding ruckt nach hinten. Hinten schaut die Pfeilspitze auch wieder raus und Knochenbrösel fallen zu Boden. Und bevor wir das Ganze weitermachen und auch diesen Dungeon weiter aufbauen, machen wir nochmal kurz eine Pause und sehen uns ein andermal wieder. Weiterbauen?